Ich bin sozusagen am Nürburgring geboren und kenne und kannte ihn natürlich wie wenige Leute und habe ihn auch entsprechend geliebt. Jede schnelle Runde für mich war ein gutes, ein schönes Erlebnis. Als diese Frage an mich gestellt wurde, schaffst du es heute mit diesem Auto unter 10 Minuten zu fahren? Da habe ich natürlich gesagt, ich weiß nicht, keine Ahnung, ich versuch's mal. Und dann kam Alex von Falkenhausen auf die Idee, mich ein bisschen zu motivieren, schneller zu fahren. Feststand. Aber die nächsten Erlebnisse mit irgendwelchen krummen Zahlen waren genau dieselben persönlichen Erlebnisse als Rennfahrer. Heute würde man sich sagen, ein Auto, das querfährt, ist langsam. Aber das haben damals diese Autos verlangt. Und der Hubert war einer, der das halt sehr gut konnte, schnell zu sein und extrem quer zu fahren. Das ist doch die höchste Kunst, ein solches Instrument zu bedienen. Ein Rennwagen ist ein Instrument. Und das professionell zu bedienen, das ist eine Kunst. Durch den Motorsport aus der damaligen Zeit, da wurde ja das Image geboren. Das gibt es ja heute noch. Dieser BMW 1800 Ti wird an einem Rundstreckenrennen teilnehmen. Doch zuvor muss er noch 1000 Kilometer.